Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und habe ein spannendes Thema dabei. In der letzten Woche durfte ich einen ganzen Tag mit der Führungsriege eines Unternehmens verbringen. Geschäftsführer, Innendienstleiter, Außendienstleiter. Allgemein kenne ich durch meine Tätigkeit sehr viele unternehmerisch tätige Personen. Und gerade bin ich in Bochum bei zwei sehr guten Freunden von mir, die auch ein eigenes Unternehmen haben. Und ich habe was festgestellt, was all diese Menschen gemeinsam haben. Wenn du wissen willst, was das ist, dann sehen wir uns natürlich nach dem Intro. Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern gehören nicht zu meinem Job. Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern gehören zu meinem Leben. Unternehmertum ist ein Hobby von mir. Ich liebe das. Ich bin da positiv bekloppt. Ich lese gerne das Manager-Magazin oder die neuesten Studien aus dem Harvard Business Manager. Ja, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und weißt du, aus jedem einzelnen dieser Gespräche, und glaub mir, das sind mehrere hundert, habe ich etwas mitgenommen. Ich habe etwas gelernt und ich habe festgestellt, dass uns auch immer wieder die gleichen Themen beschäftigen. Ich sage nie, dass das eine gut und das andere schlecht ist, sondern ich will dich nur gerade mal gedanklich in diese Welt holen. Denn das, was ich in diesem Video dir mitgeben möchte, ist die Botschaft: Diese Menschen sind da nicht alle einfach reingefallen. Die sind nicht geboren und waren Geschäftsführer oder in einer leitenden Funktion. Die sind auch nicht einfach so von heute auf morgen Startup-Unternehmer geworden und gehen jetzt los, um da in ihrem Sinne die Welt zu verändern, sondern da steckt immer extrem viel Herzblut, Arbeit und Energie drin. Was nicht negativ ist und was auch nicht jammern bedeutet, denn jeder von denen, die ich kenne, machen das gerne und deswegen beeinflussen diese Menschen mein persönliches Umfeld. Ich zehre aus diesen Gesprächen, ich entwickle mich dadurch und ich finde das einfach klasse, ich finde das toll. Und die Message ist, ganz oft nehme ich diesen Gedanken wahr, dass es genau so gelebt wird da draußen. Der in der Funktion und der als Geschäftsführer und der als Unternehmer, der hat da viel Glück gehabt, ne? Also das ist einfach so passiert von heute auf morgen. Und dem möchte ich einfach mal in diesem Video widersprechen. Tobias Beck hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Alles, was einfach aussieht, die Top-Unternehmen, die Millionen, Milliarden Umsätze fahren, die ganzen coolen Startups, die du hörst und siehst, die haben extrem viel Arbeit hinter sich. Alles das, was einfach aussieht, ist extrem viel mit harter Arbeit verbunden. Und deswegen möchte ich dir drei Fragen stellen. Und die kannst du als Verkäufer, als Unternehmer oder in jeder anderen Position für dich umwandeln oder halt nicht, je nachdem, was du möchtest. Und das ist die erste Frage. Was möchtest du vom Leben? Wie sieht dein Lebensweg aus? Und wo möchtest du hin? Hast du ein ganz klares Ziel? Hast du das definiert? Hast du das visualisiert? Hast du einen 5-Jahres-Plan, einen 10-Jahres-Plan? Kennst du die Dinge, die du in deinem Leben haben möchtest? Wenn nein und du das cool findest, dann geh direkt in die Umsetzung. Beschäftige dich mit diesen Themen, mach dir Ziele, setz dir große Ziele und visualisier das Ganze. Die zweite Frage ist, wer ist schon da, wo du hin willst? Such dir Menschen, such dir in deinem Umfeld oder erweiterten Umfeld oder auch auf unbekannte Art und Weise diese Leute, die genau da sind, wo du hin möchtest. Geh zu denen, sprich die an und frag, hey, wie bist du da hingekommen? Eine Frage, wie bist du da hingekommen? Die meisten, die ich kenne, sind sehr auskunftsfreudig und die geben dir gerne ihren Weg mit, damit du wachsen kannst, damit du groß werden kannst, egal in welchem Bereich. Also frag die richtigen Leute, begib dich da auf eine Reise und lass dich durch kleine Tests aus der Lebenswelt nicht verunsichern. Dein Leben wird immer mal wieder nachfragen, meinst du es gerade noch ernst oder war das nur so eine spontane, doofe Idee von dir? Da musst du durch, da musst du diszipliniert sein und dann ist die dritte Option bzw. die dritte Aufgabe, deinen Weg konsequent in die Umsetzung zu bringen. Und wenn wir über Umsetzung, über Durchhaltevermögen, über Disziplin sprechen, dann empfehle ich dir ein Video von meinem Freund Pascal Fay. Das verlinken wir hier unter dem Video. Und da siehst du, mit welchen einfachen Mitteln es dir gelingt, wirklich tagtäglich Dinge umzusetzen, um deinen Disziplinmuskel zu trainieren. Er hat es so schön auf den Punkt gebracht, schau du dir einfach dieses Video an. Aber bitte, lasst uns einfach wertfreier sein, beziehungsweise frei von Vorurteilen miteinander leben. Wenn ich Handwerker auf der Straße sehe, dann denke ich mir immer, wow, Jungs, was ihr hier für einen Job macht,
Ich habe da höchsten Respekt davor. Wenn die Lkw-Fahrer für unsere Logistik, für unsere Konsumgesellschaft sorgen, habe ich höchsten Respekt davor. Auf der anderen Seite sind aber auch Manager, Führungskräfte diejenigen, die meinen Respekt bekommen. Also es gibt für mich nie schlecht oder gut. Es gibt nur für einige Situationen, die für mich interessanten und die anderen, die meinen Respekt bekommen. Lasst uns einfach da bisschen neutraler oder wertschätzender miteinander umgehen. Und jeder definiert ja für sich, was er vom Leben haben möchte. Was möchtest du haben? Wer ist schon da und kann dir den Weg zeigen? Und bist du konsequent und diszipliniert genug, um diesen Weg zu gehen? Stell dir mal diese drei Fragen oder such dir mal wirklich diese Leute, die dir dabei helfen. Schreib mal in die Kommentare, wie du zu diesem Thema stehst. Was sind deine Ziele? Was möchtest du erreichen? Wo möchtest du hin? Und lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir der kurze Gedanke dazu gefallen hat. Und am Ende nochmal, diese kleinen Commitment-Tester, die das Leben vielleicht tagtäglich streut, die stärken dich und die sollten dich nicht aus der Bahn werfen. Also bleib am Ball.